Ja, geschätzte Zuschauer, und jetzt begrüße ich euch natürlich hier recht herzlich. Wir sind hier in Deutschland, nämlich im Schwarzwald am Schluchsee. Und wir sind hier im Kursaal. Hinter mir der Kursaal, man hört die Musik, ist voll in Betrieb. Es sind weit über 100 Leute hier drin, die festen und Musik geniessen. Und neben mir habe ich jetzt natürlich etwas ganz Spezielles, nämlich den Marco Knittel. Hallo, Marco. Hallo miteinander. So, Marco, du bist ja eigentlich jemand, der ganz frisch hätte dürfen dabei sein oder können oder wollen oder müssen dabei sein, wo wir gestartet sind mit dem Fernsehen. Du hast ja bereits etwas dürfen machen bei dir. Von dir werden wir noch mehr sehen. Was hast du so alles für Charaktere in deinem Programm? Es sind verschiedene Tiere. Ich habe eigentlich nur Tiere im Programm. Tierpuppen. Das ist ein Giraffe, der ist pensioniert. Oder dann die Ente, die bei den Next Bluebell Girls wird mitmachen. Und da werden wir dann auch mal noch irgendwann einen tollen Hit von ihr hören. Und dann sind es ein Aff, habe ich noch, ein Vorlauten und natürlich der Rudi, der Pinguin. Hoi miteinander! Eben, der Rudi, der Pinguin, den haben wir ja bereits mal bei uns im Fernsehen. Wir werden von dir künftig dann jede Woche etwas Kleines drin haben, dass eben die Zuschauer dich erstens mal kennenlernen, respektive deine Freunde, und damit die Zuschauer etwas zum Lachen haben. Jetzt bist du hier an Schluchsee mit uns gekommen. Das erste Mal, wie gefällt es dir dahinter? Sehr schöne Gegend, traumhaftes Wetter, ja, mal, es tut langsam auf, ist wirklich wunderschön, lässig. Doch, wir sehen dich ja noch auf der Bühne dann natürlich. Wer hast du heute dabei? Der Rudi. Der Rudi, der freche Rudi, gell? Eben, los jetzt, du hast ja nicht nur hier bei uns jetzt einen Auftritt, du bist auch sonst bei dir unterwegs. Wie lange machst du das schon mit dem Bauchreden? Also ich tue jetzt 6 Jahre Bauchreden. Ich war aber vorher schon seit 10 Jahren im Zirkus unterwegs gewesen, als Akrobat und Tierlehrer. Aber das Bauchreden macht mir am meisten Spass. Entschuldigung, Akrobat verstehe ich noch. Du bist natürlich nicht ganz so breit geraten wie ich. Du kannst noch Akrobat sein, aber das mit dem Tierlehrer. So wie in der Schule. Ja, fast. Also ich hatte Hunde, die eine Nummer gemacht haben. Und dann, je nachdem, habe ich auch mal Ross vorgeführt oder Kühe. Das war auch mal ganz lässig gewesen. Und bei den Tieren bin ich ja jetzt geblieben, aber sie sind jetzt einfach Puppen und die folgen ein bisschen besser. Eben, das habe ich gedacht, gerade wo du gesagt hast, Kühe, habe ich so gedacht, die dumme Kuh. Du hast wirklich mit einer Kuh gearbeitet? Ja, wir haben interessierte Kühe gehabt und ich durfte die präsentieren. Was haben die können? Ja, die machen etwas gleich wie bei einer Rossnummer. Die laufen rundherum, dann ein bisschen da drehen oder auf Podeststufen stehen, gegeneinander laufen. So Laufarbeiten haben die gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass das gerade mit Kühen, also in einem Zirkus, noch extrem schön ist. Im Prinzip kannst du, wenn die Runde vorbei ist, kannst du gerade noch melken, dann ist das Trinken auch noch gerade. Ja, oder einen schönen Grillabend mal machen zwischendurch. Ach, das war jetzt nicht schön gewesen. Liebe Zuschauer, das war natürlich nur ein Witz gewesen, wieder einmal von uns zu winnen. Wir grillieren natürlich keine Kühe, wenn schon Kalbli und Stiere, gell? Ja, so ist es. Okay, los jetzt, Marco. Wir haben ja Wunschkonzert eigentlich. Wir nehmen die Takes auf für das Wunschkonzert. Du wünschst dir Duo Goldstars. Wer möchtest du so grüßen? Ja, ich grüße alle, die mich kennen. Natürlich meine Familie, Verwandten und Bekannten, wie alle anderen auch. Und alle meine Freunde, Artisten, Kollegen, die sich auf der ganzen Welt verteilt haben. Okay, dann spielen wir jetzt für dich eben das Duo Goldstars. Dass ich dir sag,
sein Herzgefühl ist meine Nacht und mein Tag. Liebe ist ein Wort für die Ewigkeit. Liebe ist ein Wort, das für immer bleibt. Sag mir nur noch einmal, ich liebe dich. Denn dann spür ich tief in mir, ich gehöre für immer dir. Und die Ewigkeit ist nicht mehr weit von hier. Deine Nähe lässt mich wissen, wo ich hingehöre. Eine Insel im weiten Meer. Da sind wir zwei, denn die Liebe lässt mich immer nach vorne sehen, alle Stürme überstehen und sie geht nie mehr vorbei. Liebe ist ein Wort für die Ewigkeit. Liebe ist ein Wort, das für immer bleibt. Sag mir nur noch einmal, ich liebe dich. Denn dann spür ich tief in mir, ich gehöre für immer dir. Und die Ewigkeit ist nicht mehr weit von hier. Ja, die Ewigkeit ist nicht mehr weit.